Krebs, das ist wohl die heimtückischste Krankheit, die einen Menschen ereilen kann. Der 42-jährige Ralf aus Wildenfels hat erneut die Diagnose Blutkrebs erhalten. Sein sehnlichster Wunsch ist es, seinen kleinen Sohn Konstantin aufwachsen zu sehen und mit seiner Frau Michaela alt zu werden. Eine Stammzellenspende ist seine einzige Überlebenschance. Um hier zu helfen und den genetischen Zwilling für Ralf zu finden, hat das Asiatische Kampfkunstzentrum in Zwickau einen Aufruf gestartet, sich am vergangenen Samstag in den Räumlichkeiten an der Franz-Mehring-Straße testen und registrieren zu lassen. Nicht zum ersten Mal waren wir hier zu Gast. Was wir hier gespürt haben, das ist ein lebendiger Verein. Von jung bis alt haben hier alle Mitglieder die Möglichkeit, sich in den verschiedensten Kampfkunsttechniken auszuprobieren. Am letzten Samstag hieß es einfach, die Räumlichkeiten für einen guten Zweck zur Verfügung zu stellen. Genau, also wir tun diesmal eine Registrierung von DKMS unterstützen. Ganz konkret am Ralf festgemacht an der Stelle, der dort händeringend einen Spender sucht, um in seinen jungen Jahren dort die Möglichkeit wieder zu haben, um dort gesund werden zu können. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, wir bekommen natürlich an der Stelle auch Fördermittel und wir wollen als solches, als Verein, auch der Öffentlichkeit und dem Allgemeinen wieder was zurückgeben. Aus dem Grund stellen wir unsere Räumlichkeiten für sowas gerne auch kostenlos zur Verfügung. Und ja, die Spendeaktion seit um 10 läuft. Wir sind derzeit bei etwa 40 Registrierungen, haben an der Stelle die Plätze hier, die sind bis jetzt schon mehrfach komplett belegt gewesen, sodass wir dort ein kleines bisschen Andrang haben. Das ist genau das, was wir erhofft haben. Und wir hoffen, dass wir natürlich heute so mindestens 150 bis 200 Spender erreichen können, die sich neu registrieren. Das ist natürlich auch eine schöne Atmosphäre. Wir sehen es hier, die Leute kommen uns schon mit einem Stück Kuchen in der Hand entgegen. Also der Rahmen ist auch geschaffen. Ich meine, es ist ja immerhin eine tolle Sache, wenn Leute sich finden, die überhaupt sowas machen. Ja, natürlich. Ne? Es tut ja nicht weh zum einen. Ne? Es macht ja kein Geeks. Ganz viele, die da vorher nachgefragt haben, nein, es muss nicht über eine Blutspende oder ähnliches erfolgen. Dafür haben wir natürlich schon für relativ viele Registrierungen. Sondern es ist tatsächlich so, wie es immer beworben wird, stäbchenreihen Spender sein. Also man macht im Prinzip die ganze Probenannahme selbst, registriert es selbst über online, einfache Menüführung, unproblematisch, tut nicht weh, Kaffee und Kuchen gibt es on top, genau. Wenn wir schon mal bei euch sind, wie sieht es denn sportlich aktuell aus? Sportlich, wir hatten im vergangenen Wochenende bei Dresden oben hatten wir einen zweiten Platz bei Karate. Aktuelle Wettkämpfe sind jetzt im Moment im Frühjahr immer relativ wenig. Die nächsten größeren Wettkämpfe sind dort diesbezüglich über das Landesmeisterschaften im Karate im Mai. Dann Brasilien-Jiu-Jitsu arbeitet sehr viel im Wettkampfbereich und Kendo. Aber da kenne ich jetzt die Ergebnisse nicht, dadurch, dass wir 8 Sektionen haben und das nicht alles über mich läuft. Wird denn noch Nachwuchs gesucht? Im Karate und im Jiu sind wir tatsächlich sehr gut aufgestellt derzeit. Also Nachwuchs im Altersklassen so ab 12 wäre bei Brasilien-Jiu-Jitsu und bei Kendo, bei Schwertkampf möglich. Ansonsten natürlich jeder, der da Interesse hat, kann bei uns kostenlosen Probemonat nutzen. Aber darum geht es letztlich ja heute nicht. Natürlich interessierte uns, wie man hier überhaupt auf Ralfs Schicksal aufmerksam geworden ist. Ich habe sie in den Verein gebracht, richtig, genau. Der erste asiatische Kampfkunstverein hat seine Räume uns zur Verfügung gestellt und da gab es gar keine Diskussion. Platz ist da und organisatorisch habe ich das ja in die Wege geleitet in Zwickau, genau. Warum liegt Ihnen das am Herzen? Naja, es ist jemand, der hilflos ist. Ne? Ralf hat keine Option, der kann selber gegen die Situation nichts machen und deswegen wortlaut, den müssen wir helfen. Und Ralf, seine Frau ist eine Arbeitskollegin von mir und die ich schon lange kenne, mit der ich schon lange zusammenarbeite. Und Ralf ist ein herzensguter Mensch und da hat sich die Frage gar nicht gestellt, ob wir helfen, sondern nur die Frage, wie. Dann drücken wir alle die Daumen, dass wir fündig werden. Auf jeden Fall. Das wäre ganz, ganz wichtig, dass wir einen perfekten Spender finden. Und wir haben eine große Resonanz heute hier. Und ich denke, das wird erfolgreich werden. Ja. Dann wollten wir es noch mal genau wissen und sind mit den Protagonisten ins Gespräch gekommen. Ja, Antje Trapp mein Name. Wir sind enge Freunde vom Ralf, kennen uns schon viele Jahre und unterstützen die Familie. Ja. Ich arbeite bei der DKMS, ich bin Volontärin und komme dann immer zu den Aktionen und helfe einfach ein bisschen. Da können Sie wahrscheinlich was zum Hintergrund sagen, weshalb das ganz wichtig ist. Man spricht ja, korrigieren Sie mich, von diesem genetischen Zwilling, der gesucht wird. Ja, das bedeutet im Prinzip, der Ralf hat ja die Leukämie und braucht eine Stammzellspende und der genetische Zwilling wird an Markern festgemacht. Das sind 10 Marker, die da analysiert werden und diese 10 Marker müssen halt bei dem Spender oder sollten bei dem Spender bestmöglich genauso vorhanden sein. Ne? Kannst du vielleicht noch irgendwie was dazu sagen? Die Untersuchung läuft genau wie ab? Genau, also es gibt 2 Verfahren. Einmal das periphere Verfahren, das wird auch 90% der Zeit verwendet.
verwendet. Das ist über Blut. Das heißt, man wird einfach sozusagen, das ist ein bisschen wie, sage ich mal, Dialyse. Also man wird sozusagen Blut entnommen und das wird dann genau entnommen und wieder mit in den anderen Arm wieder reingebracht. Und dann gibt es eben das, wo das Knochenmark entnommen wird, aus dem Becken kam. Das ist genau in 10% der Fällen. Da haben die meisten so ein bisschen Angst vor, aber das ist auch nicht schlimm. Das ist kein schlimmer Eingriff oder sowas. Genau. Aber erstmal geht voraus heute diese Untersuchung. Und wir haben es ja schon gesehen oder wir sehen es im Hintergrund, es wird Speichel entnommen. Genau, also es gibt drei Stäbchen, man muss quasi drei Wangenabstriche machen und die werden dann eingeschickt und die DKMS analysiert dann die Proben und dann wird halt geschaut, ob die genetischen Merkmale passen. Aus Ihrer Erfahrung, wie schnell oder wie lange dauert es oder wie hoch ist überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass man diesen sogenannten genetischen Zwilling findet? Also generell sind gerade 11 Millionen Leute schon in der Datei und weltweit und es wird ja jede 27 Sekunden weltweit erkrankt jemand oder bekommt jemand die Diagnose Blutkrebs. Und generell jeden Tag werden 21 Entnahmen getätigt. Das heißt, es ist jeden Tag bekommen 21 Leute das die Chance auf ein neues Leben. Und wenn jetzt hier jemand jetzt registriert wird, dauert es meistens so circa 4 Wochen, bis das Labor das alles geprüft hat und jetzt in unserer Datei sind. Und ab dann geht die Suche sozusagen, also kann man schauen, ob jemand gefunden wurde. Sie bleiben aber weiter dran. Sie wollen unbedingt helfen und rühren weiter die Werbetrommel. Wer diesen Beitrag heute sieht, was kann er aktiv tun? Also entweder er kann sich online registrieren bei der DKMS. Ne? Dann kann er natürlich Leute ansprechen. Ne? Es gibt ja Personen, die durch eigene Erkrankungen oder aufgrund des Alters nicht spenden dürfen. Dann kann er andere Leute ansprechen und kann sagen, hier, registriert euch. Die Sets werden dann nach Hause geschickt. Dann entnimmt man quasi den Wangenabstrich zu Hause, schickt das wieder ein. Und ja, das war es im Prinzip schon. Es ist relativ einfach. Ne? Sie haben es schon vorhin gesagt, einleitend, man muss 17 sein und nicht älter als 55, genau. Ist richtig? Genau. Ne? Dann drücken wir ganz fest die Daumen, dass wir hier was finden oder dass sich ganz viele Leute daran beteiligen und dass geholfen werden kann. Ganz toll, was Sie hier tun. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns und hoffen, dass heute noch mehr Leute kommen und dass wir dem Ralf und natürlich auch vielen anderen damit helfen können. Ja. Im Nachgang der Typisierungsaktion erhielten wir das Ergebnis. Mehr als 100 Menschen waren gekommen, 95 konnten registriert werden. Nun heißt es hoffen, dass das Perfect Match für Ralf dabei gewesen ist.